seid ihr nichts anderes als ein unorganisierter Haufen von amphibischer Urscheiße. Sicher? Kanzler Parpetin ist es gelungen, sich euren Griff zu entwinden, General. Ohne Count Dookus Hilfe bezweifle ich, dass ihr in der Lage seid, unsere Sicherheit zu garantieren. Ihr Arsch kommt auf meine Liste! Sie werde ich mir merken! Countdown für den Zugriff. Vor Ihnen hätte ich keine Angst, üben Sie. Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Ich sag mal, Alter, du warst schon an Fälle dabei, dass du in Hosen geschissen. Das Ding, was ist denn bitte? Da gehst du rin und machst ein Tänzchen, ein Stepptänzchen, wenn es dabei sein muss. Das ist eine Witznummer. Da geh ich jetzt rin, trink ein Käffchen, hier runter, vielleicht mir aber hier ein Häufchen mitten auf den Tisch. Ich weiß es nicht, ich denke mir was aus. Schönen Abend, was ist denn hier los? Wer hat das gesagt? Wer zum Teufel war das? Wer ist dieses miese Kommischwein, dieser Hobby-Arschficker, der gerade sein Todesurteil unterschrieben hat? Wir sind also ein Killer. Zeigen Sie, wie ein Killer aussieht. Da klemmen Sie die Arschbacken zusammen und scheißen Sie mir goldene Manschettenknöpfe. Sonst mache ich Sie endgültig fix und fertig. Ich schinkt euch, bis euch Butter mich aus dem Arschloch läuft. Hier wird nicht gelacht, hier wird nicht geheult. Garantiert, das prügel ich euch in die Köpfe rein. Ich werde euch schinken, bis ihr am Verrecken seid. Mann, du Gurke! Du Frosch! Ah! Ah! Bullshit! Das lässt mich völlig kalt! Zeigen Sie mir, wie ein Killer aussieht! Was hast du gesagt? Wen bringst du um, mein Freund? So eine Töne! Machst du Klatschmatten hier nicht! Haben Ihre Eltern je lebende Nachwuchs gehabt? Ich wette, das tut Ihnen leid. Ich wette, Sie saugen glatten Golfball durch den Gartenschlauch. Finden Sie mich süß? Finden Sie mich komisch? Komm runter. Den Kampf habe ich jetzt für dich gekämpft. Aber nicht, um mich zu beweisen. Das brauche ich nicht, das mache ich jeden Tag. Wenn ich nach Hause komme und meine Familie, meine Kinder in den Arm nehme, da beweise ich was. Das hier habe ich gemacht, damit deine Kinder einen Vater haben. Ich würde an deiner Stelle den Arsch wieder herbewegen. Deine Mutter ist hier. Deine Mutter ist hier, die hat mich beauftragt, dich nach dir zu gucken. Komm hierher. Vielleicht hat er Glück und er kommt da mit Emia oder was auf Bewährung weg. Vielleicht muss er auch hin für ein paar Monate. Verdient hat er, egal was gewesen ist. Aber vielleicht hat er mal gelernt, was er an seiner Frau hat und zieht daraus den Schluss und sucht sich einen anständigen Job. Ich kann ihm den ja nicht mehr helfen. Vielleicht, keine Ahnung, bei Reichelt, Marmelade in die Kekse pressen oder was. Er soll erstmal ganz unten anfangen und dann kann sich nach oben arbeiten. Du spinnst so, Alter! In so einem verschissenen Elektroschock, aber da warte mal. Da kommen wir doch mal gleich zu. Zurück! Verstehst du mich? Man weiß nie, auf was man sich einlässt. Da schlägt es hier in deiner Brust! Ah!
Sie mir, wie Sie aussehen wollen! Damit geht's besser, mein Freund. Ich bin zufrieden, es ist keiner verletzt worden und wir konnten den Tag noch gut beenden. Jetzt brauche ich auch ein bisschen Ruhe, jetzt lass mich mal mit meinem Team alleine, wir gehen jetzt den trinken, ja? Danke.